Die kleinen Strolche aus dem städtischen Kindergarten in Dietfurt machen gleich ihren Führerschein. Natürlich nicht den fürs Auto, sondern den Bibliotheksführerschein. Erst vor kurzem ist die Stadtbücherei Dietfurt im Altmühltal in ein mustergültig saniertes historisches Gebäude aus dem Jahr 1715 gezogen. Hier wurden für Bücherwürmer im Kindes- und Erwachsenenalter ideale Bedingungen geschaffen. Der BibFit-Bibliotheksführerschein ist nur ein Baustein, um den Kleinen die Welt der Bücher näher zu bringen. Also ich denke, dass das eines der wichtigsten Aufgaben von einer Bücherei ist. In einer Zeit, wo einfach immer mehr Kinder und auch Erwachsene sich schwer tun mit dem Lesen, ist es einfach wichtig, dass man die Kinder möglichst früh an Literatur und an gute Literatur ranführt, dass sie aber vor allem auch Spaß am Lesen oder am Vorgelesen werden empfinden können. Und dazu sind unsere Aktionen in der Bücherei da. An unterschiedlichen Stationen wird den Kids nicht nur aus Kinderbüchern vorgelesen, sie müssen passend dazu auch knifflige Aufgaben lösen und verinnerlichen so den Inhalt der Geschichten. Ja, gerade haben wir was über die Lieselotte erlebt. Die spielt Verstecken und das ist eine Kuh. Die hat sich ein gutes Versteck rausgesucht, das war am Baum und dann hat es nicht mehr runtergekommen und dann haben alle Tiere auch und dann hat der Postbote wieder alle runtergeholt. Und so gab's auch für die Kuh Lieselotte ein Happy End.